Gut, nachdem ich gerade das Rattengrundregelwerk einmal etwas länger besprochen hatte, natürlich wieder länger als ich gedacht habe, wollen wir einmal sehen, was in dem Kompendium von Ratten drin ist. Hier hinten sieht man wieder, dass es Kompendium heißt. Und auch dieses Cover, was ich am Anfang des Grundregelwerk-Videos schon gezeigt hatte, der Videos, fand ich, ja, wie gesagt, auch schon, finde ich ja, wie gesagt, auch schon gut. Und ich weiß gar nicht, welche Rotten das hier so sind. Ja, naja, Rotaugen haben wir hier. Und dann haben wir hier noch Laborratte und irgendwelche anderen. Wer den Klappentext nicht kennt, kann den hier nochmal sehen. Und man braucht das Rattenkompendium nicht unbedingt, um Ratten spielen zu können. Aber es gibt ein paar nette Erweiterungen. Wie viel kostet das jetzt? 12 Euro. Also es tut auch nicht weh. Wie gesagt, also 15 Euro Grundregelwerk, 12 Euro Kompendium, dann hat man eigentlich schon alles. Und wenn man will, 11 Euro Abenteuerbüchlein. Und manchmal kriegt man die Sachen noch günstiger, in neu sogar. Kann bei eBay oder so mal passieren. Also, das ist überhaupt kein Problem. Dann ist das Rollenspiel auch schon. Da hat man es komplett. Ja. Und das Kompendium? Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Also, man hat es beim Prometheus-Shop teilweise auch mal nicht mehr bekommen. Ich glaube, es gibt es nicht in Special-Variante. Oder wenn, dann nicht mehr. Ja, bei eBay kann es sein, dass man es irgendwo kriegt oder bei irgendeinem Laden, vielleicht im Internet, also durchs Internet. Aber also ich meine, es war so, dass ich es, dass es das erste Mal gab, zwar noch. Und dann habe ich es mir auch vom Prometheus-Shop geholt und dann gab es aber wieder nicht. Und später gab es es wieder. Kann auch sein, dass es einfach nur schwankend ist. Aber ich muss sagen, man hat dann doch schon halbwegs Glück, wenn man es gerade kriegt. Okay. Dann gucken wir mal. Auch hier sehen wir wieder, dass ja, das vom Inhaltsverzeichnis ähnlich oder gleich ist wie bei dem Grundregelwerk. Ne? Steht wieder auf der linken Seite dunkles Wasser und dann auf der rechten Seite Einleitungsgeschichte. So. Wie gesagt, erschienen sind diese ganzen Sachen ungefähr vor 10 Jahren. Und dann haben wir mit der Einleitungsgeschichte erstmal eine wirklich nette Geschichte. Die hat mir sehr gefallen. Mit ja, tollen Bildern, die auch schon mal so ein bisschen auf den Inhalt des Buches, ja, ein Teasen. Man sieht aber an der Schrift schon, dass es. Na, jetzt blendet die Lampe hier. Naja. Man sieht aber an der Schrift schon, dass es größere Schrift ist. Das zum Vergleich, also das Rattengrundregelwerk hatte über 90 Seiten in kleinerer Schrift. Das Büchlein hier hat eher so 70 Seiten in größerer Schrift. Deswegen auch 3 Euro günstiger. So, die Einleitungsgeschichte geht hier dann eben zu Ende. Und erstmal gibt es im Kompendium neue Rotten. So. Und zwar gibt es erstmal die Schattenschweife. Die sehen natürlich jetzt so ein bisschen aus wie die Rotaugen, ne? Nochmal als Wiederholung, wenn ihr das andere Video nicht gesehen habt, vielleicht. Oder aus was für einem Grund auch immer. Es gibt erstmal so einen einleitenden Fluff-Text zu den Rotten. Es gibt einen normalen Text, der sagt, was die so sind. Dann was zur Erscheinung. Dann was zu den Rotten-Sitten. Dann was zum Revier. Die haben zum Beispiel kein eigenes Revier so richtig. Dann nochmal die wichtigen Lieder. Ich erzähle jetzt aber nicht nochmal, was es damit auf sich hat. Und die haben zum Beispiel auch kein wichtiges Lied.
Ja, die Charaktererschaffung, was man da so nehmen könnte, bei denen ist es auch sehr speziell, was die für einen Vorteil und für einen Nachteil haben. Und ja, die großen Lieder eben noch. Und ansonsten wieder über die anderen. Allerdings werden hier nur die Standardrotten abgehandelt, jetzt bei diesen. Also zum Beispiel nicht die Gitterläufer, die als erweiterte Rotte, als neue erweiterte Rotte in dem Grundregelwerk dann noch erschienen sind in der späteren Version. Sondern nur auf diese Grundrotten. Ja, und ein Zitat. Die Schattenschweife, also in DSA-Sprech würde ich sagen, dass das so, ja, das sind so eine Art namenlose Diener, namenlos Diener. Weil das sind einfach welche, die sind eigentlich genauso von den, oder fast genauso von den Werten wie andere Rotten, aber es kommt eben darauf an, welche Rotte sie unterwandert haben. Die haben auch im Hintergrund ja, einen Grund dafür, also die suchen irgendwie, oder die dienen dem großen Dunkel, der großen Dunkelheit, was, glaube ich, irgendwo in den Kellern liegt, glaube ich. Aber ich glaube, es ist nicht so genau erklärt, dass man da jetzt alles festgelegt hat. Also man darf da selber was festlegen, meine ich. Weil sonst wüsste ich das, glaube ich, noch, was das, was die Dunkelheit war. Aber die Dunkelheit spricht auch mit ihnen und es gibt ihnen irgendwas ein und sie müssen dann irgendwas machen. Naja, also die unterwandern eben alle Rotten, ne? Das ist eben so ein Special-Zeug. Also in dem Grundregelwerk, da gab es ja die zwei neuen Rotten, die so ein bisschen normaler noch waren. Ne, die Gitterläufer und hier die Träger, die eben einfach eine Extragemeinschaft bilden. Und die hier sind dann noch ein bisschen spezieller. Ja, wobei, ja, okay, wobei die Waghälse sind dann schon wieder ein bisschen normaler. Die Waghälse sind im, die haben, glaube ich, die Spirituosenabteilung. Und ich glaube, ja, die. Ach nee. Nee, Moment. Oder waren das die anderen? Moment. Doch, ja. Ja, und die Waghälse, die saufen gerne mal und schlecken überall so Alkohol auf. Und dadurch sind die gerne mal betrunken. Vorteil Wagemut, Nachteil Reiz des Risikos. Ja, und die haben Auge als wichtige Lieder und machen gerne mal sehr waghalsige Dinge. Durch den Alkohol eben auch. So. Dann haben wir noch die Wilden. Die Wilden, das ist auch nochmal was Spezielles. Die Wilden wohnen nicht in der Rattenburg als einzige. Die Wilden leben außerhalb und erzählen komische Dinge von außen. Ich glaube, da wird dann sogar schon in so eine gewisse Richtung was gesagt, was so ein bisschen einen schon definiert, was außen ist, außerhalb der Rattenburg. Und die Wilden sind, haben ganz viele eigene Gruppierungen, die nicht genauer erklärt werden. Und da versucht irgendjemand oder ja, versucht hier die alle zu einen und dann damit die Rattenburg einzunehmen. Also die sind schon so Feinde eher. Die sind so ein bisschen wie wenn man bei The Walking Dead so gewisse Menschen, Fraktionen, so Lager oder so irgendwo hat, die aber irgendwie eigentlich den Hauptleuten da aus der Serie Böses wollen. Jo. Die haben als Vorteil die Welt da draußen und als Nachteil wahnsinniger Glaube. Weil die sind eben auch sehr abergläubisch. Damit kann man die, glaube ich, auch ein bisschen schrecken manchmal. Jo, wichtige Lieder. Es ist denen so ein bisschen, ja, also welche Leistung man irgendwie bringt, halt steht da, ja, das ist halt egal. Also Hauptsache man macht die guten Sachen für die Leute da, aber wie man es macht, ist egal. Also kann man sich auch eher aussuchen. Ja. Und dann gibt es eben wieder Krallen und Fänge, neue Leute eben. Den Nacktmull, Mole Rat. Muss ich immer an Gothic denken, an diese PC-Spiele. Ja, also den Wühler, Nacktmull.
viel Zähigkeit hat der? 6. Ja, auch wieder, ne, bei den Gegnern eine allgemeine Beschreibung, ein Bild fast immer oder immer, ne, fast immer. Dann die Werte und dann Talente und Tricks. Und da gibt es auch gleich ein neues Talent, Buddeln und Wühlen. Das können, glaube ich, aber auch. Na doch, also die neuen Talente zählen dann eben an der Stelle für die entsprechenden Viecher. Da steht halt dann immer sowas mit bei, wie ein paar wenige Ratten sind da eben so gut, dass sie das auch haben könnten. Da kann man seine Ratte spezieller machen, dann, ja, besonderer machen. Ja, Vielauge, also Spinne. Zähigkeit 3 nur, also wie die schwächste Ratte. Ja, und die haben eben auch Gift. Ja, die sind natürlich hier spezieller, die sind halt so irgendwie groß und dann können sie irgendwie da irgendwelche Ratten auch in ein Netz tun. Ja, Streifenschädel, der Dachs, der hat auch 15 Zähigkeit, also wie ein Hund, glaube ich. Ja, und dann noch Bluttrinker, also Fledermäuse, auch halt schwach, mit so einem Rattenschwanz hier im Maul, voll cool. Ja, und dann, was eben am Anfang schon in der Geschichte geteasert wurde, der uralte Knackkiefer, Schnappschildkröte. Lagert da unten bei den Tauchern, also in den Kellern. Auch mit so einem blutverschmierten Mund. Also die Illustrationen sind echt schön. Schrecklich, eklig schön. Eine ganz große Einleitungsgeschichte und dann kommen eben seine ganzen Werte. Jo. Und dann kommen noch Monstertricks. Da kann man nämlich noch so ein bisschen die Leute ausstatten hier. Klar, also die haben jetzt selber schon irgendwelche Sachen gehabt, aber da wird was wiederholt, aber es wird auch was Neues, glaube ich, gemacht. Auf jeden Fall, das ist an sich neu. Mit den Gegnern und so, das ist an sich alles neu. Ja, Blutrausch, entsetzlich riesig, Genickbiss, Gift, keine Schmerzen, Panzer. Auch mal mit einem Fluff-Beispiel hier. Monstermaul, monströs, Rammen, Schrecken der Tiefe, Schwarm. Totstellen, Trampeln, verdammt groß, wilde Bestie. Ja, und dann kommt Beulen und Eiter, denn es gibt ja auch mal so Gifte und Krankheiten in der Rattenburg. Es gibt zum Beispiel als Krankheit Abszesse, als Gift gibt es Blutkörner, als Krankheit gibt es das Keuchen und als Krankheit noch der Schiss. Und es gibt noch Juckviecher. Das ist nicht so richtig zugeordnet. Ist immer so geil beschrieben, eben so Intel-mäßig, dass man eben mal so gucken muss, ja, was ist das eigentlich? Also Flöhe, was sind es, glaube ich, hier. Ja, und auch hier wird natürlich beschrieben, wie Gift und Krankheiten so funktionieren. Schlechtes Futter, also Gift. Und noch Todesluft, auch Gift. Außerdem gibt es noch Rattenregeloptionen. Man kann nämlich noch sagen, dass man das nicht so einfach haben möchte, dass die Herausforderungen beim Würfeln ein bisschen schwieriger sind. Aber da kann man ja eh Abstufung machen, wie man will eigentlich. Also, naja. Zähe Zeiten gibt es noch. Da kann man halt die Lebensenergie ändern. Da sind die dann insgesamt stärker mit der neuen Formel, also zäher mit der neuen Formel, meine ich. Weil die halt hier gesehen haben, eigentlich könnte man recht schnell drauf gehen. Und wenn man halt ein bisschen heftiger sein will, dann kann man das eben in einer anderen Formel machen. Wirkt dann halt ein bisschen komisch, weil Katzen und so, und die haben ja alle dieselbe Lebensenergie noch. Man kann natürlich sagen, das sind besondere Ratten, die ganz groß, also größer und besonderer sind. Allerdings könnte das dann auch wieder dem zuwiderlaufen, dass die ja erst Lieder und so sich verdienen müssen und Namen. Naja, stärkere Gegner kann man aber auch noch machen. Ja, und das war's schon, eine Seite. Also hier kann man wirklich sehr schnell durchlesen. Ja, und dann noch weitere Mythen und Sagen, die man als Aufhänger nehmen kann. Ja, Sagen der Rattenburg allgemein. Ja, ein toter Erbauer zum Beispiel. Oder ein uralter Schrecken, ja, ein düsterer Rat. Hier auch nochmal sehr geiles Bild. Eine hoffnungslose Prophezeiung und eine eklige Beobachtung.
waren auf jeden Fall alles coole Sachen, wo man sich gedacht hat, hey, die könnte ich genau wie im Grundregelwerk, die Sagen und Mythen, das könnte ich doch gut mal einsetzen und die Leute erforschen lassen. Ja, außerdem gibt es noch was für den Rattenmeister, auch wieder ein tolles Bild. Ein bisschen was, wie man Spiel leitet. Ne, die Aufgaben des Rattenmeisters, klar. Natürlich eingehend auf dieses spezielle Rollenspiel hier. Und was das Besondere an Ratten ist, wie man damit umgehen kann. Hat auch ein bisschen geholfen, diese Sachen. Und sind ja auch nur hier drei, vier Seiten. So. Außerdem gibt es hier noch ein weiteres Abenteuer. Feindschaft geht durch den Magen. Wieder mit Übersicht, Einleitung. Ne? Und wieder, wie ich schon zu den anderen Sachen gesagt, Abenteuern gesagt habe im ersten Buch, die Abenteuer sind gar nicht so lang, obwohl hier so einiges an Text ist, aber es wird eben sehr viel einem an die Hand gegeben. Sehr viele Sachen werden extra beschrieben, was auch eigentlich immer ganz gut ist. Aber hier dürften Sie wirklich mal, also beim Rattenrollenspiel dürften Sie wirklich mal einen Seitenverweis machen auf irgendwas. Andere Rollenspiele machen das ja manchmal zu häufig, aber die dürfen es echt. Aber okay, dann hat man hier alles an einer Stelle. So. Ja, oh, das ist so. Ah, das Abenteuer war sogar ein längeres. Ja, okay, okay, das Abenteuer war ein längeres. Es gibt ja so Abenteueraufhänger, also außer Sagen und Mythen jetzt im Grundregelwerk noch, ne? Aber im Grundregelwerk gab es auch zwei richtige Abenteuer, die nicht so lang waren. Und das Abenteuer hier ist schon länger. Aber es ist jetzt auch nicht so extrem lang. So, und dann kommt noch was Spezielles. Da muss ich einmal kurz das Kabel hier ran machen. Muss ich einmal auf Pause drücken. So, ich musste gerade das Kabel anschließen. Denn die Kamera schaltet sich gleich aus und das will ich ja nicht. Ja, hier gibt es noch was Spezielles, nämlich Ratten im Weltraum. Das ist einfach nochmal ein abgefahrenes Setting, was sie sich überlegt haben. Ihr seht ja auch wieder, das sieht schon sehr cool aus. Und hat auch eine andere Aufmachung. Ja, was kann man dazu sagen? Die beschreiben hier erstmal die Rattenburg als Flufftext und als normalen Text. Und es geht darum, dass das halt irgendwie so eine Raumstation ist, die von Menschen verlassen wurde. Die ist, glaube ich, auch nicht so riesig. Da wird auch überhaupt nichts gesagt, in welchem Jahrtausend das spielt oder irgendwas. Das ist auch völlig egal. Wahrscheinlich, ja, halbwegs zu aktueller Zeit oder ein bisschen Zukunft. Ich meine, na, wir wissen ja, jetzt wollen ja gerade auch einige Leute noch mal mehr. Jetzt wollen auf den Mars sollen Leute gehen, um da irgendwie weiter zu wohnen und so. Also ungefähr in dieser Zeit oder ein bisschen Zukunft wahrscheinlich, ist aber wie gesagt nicht wichtig. Auch da gibt es wieder ein bisschen Etagen. Und ja, die einzelnen Abschnitte werden hier einzeln beschrieben. Die Ratten sind halt, also die ganzen Viecher, die halt da so mit auf der Raumstation waren, sind eben eher jetzt frei und die Ratten wurden einfach mit eingeschleppt von den Menschen. Und ja, was gibt es hier? Eine Druckschleuse, Lager 1 und 2, Ladebucht und Garagen, Lagerforschung, Forschungsabteilungen, Wohntrakt A und B, Biotop 1 und 2, Tank 1 und 2 mit fiesen Sepia-Bildern hier. Küche, Kantine und Vorratskammer, medizinische Abteilung, Heizraum, Werkstatt, Mainframe und Computerraum, Schwerkraftgenerator und Pumpe. Ja, wobei Schwerkraftgenerator, ich glaube, das ist eher noch Zukunftsmusik. Weiß ich gar nicht so genau. Also auf jeden Fall gibt es hier so einen Schwerkraftgenerator, wo man das dann an- und ausschalten kann. Ja, Obergeschoss halt, ne? Wohntrakt A2 und B2 und dann eben noch Untergeschoss, der Müllkomplex. Und hier könnt ihr auch nochmal
wenn es nicht gerade blendet hier. Super sehen. Und ja, okay. Hier gibt es dann auch noch mal das Obergeschoss. Und dann hier noch der Müllkomplex. Und dann gibt es eben noch eine neue Rotte. Man kann die üblichen Rotten eben benutzen. Man muss eben gucken, wie das so passt, weil wenn man hier diese, na, wie heißen die, die Wilden oder wie die hießen, benutzt, dann fragt man sich, okay, die kamen eigentlich früher außerhalb der Rattenburg und, naja, Ratten leben ja eh nicht lange, ne? Also die würden jetzt theoretisch hier außerhalb der Raumstation kommen, hä? Also das wäre schon komisch. Also man muss dann schon. Also ist aber nicht unmöglich. Man kann einige Sachen sich hier dann überlegen, wie man das macht. Ja. Ja, die neue Rotte sind halt die Treiber. Und ich finde allein schon dieses Bild ist geil. Die Treiber, die nehmen auch wieder alle auf, ne? Wichtige Lieder können verschieden sein. Steht halt immer in Klammern dann, ne? Der Spieler kann selbst ein bevorteiltes Lied bestimmen. Da ist ein kleiner Rechtschreibfehler irgendwie. Bevorzugtes Lied bestimmen eigentlich, ja. Ja, die Treiber sind eben ganz nett. Die können, also die sind irgendwie in so einem Trakt, wo die halt immer schön, ja, ohne Schwerkraft halt rumtreiben und sagen halt immer, ja, das ist die Freiheit und die wollen auch die anderen zu dieser Freiheit bringen und das ist doch wohl das Allerbeste. Und es gibt sogar so eine Art Hassliebe wegen den Tauchern, weil die schwimmen halt, aber eben nicht auf diese Art. Also da gibt es halt noch so eine Verbindung, das ist auch ganz geil. Und die haben halt den Vorteil Schweberatte, weil ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, sich da so zu bewegen, wo die sind. Und die können sich eben aber da ganz gut schon bewegen. Nachteil, Fesseln des Bodens. Die hassen das halt wirklich, auf dem Boden rumzulaufen. Ja, und dann wieder die üblichen anderen Sachen. Großvater Treiber sagt eben nur was über die Standardrotten des Grundregelwerks, nicht über diese Extrarotten. Ne, Zitat: Unsere Welt ist die einzig wahre, meine Freunde, oder mein Freund, komm mit mir und du wirst es sehen, ja. Ja, und dann gibt es hier noch was Neues, nämlich Mutation. Das ist auch nochmal ein Regelelement, was ganz geil ist, um hier nochmal Bock zu haben, hier überhaupt zu spielen. Ja, es ist schon eh ganz nett, ne? Aber der Unterschied zu der normalen Rattenburg ist eben sonst nur die Umgebung. Ja, okay, und dass es hier die Treiber gibt und so. Aber die Mutationen sind nochmal eine gute Sache. Weil man muss am Anfang noch auswürfeln, wie viel Motivation, Mutation man hat. Und dann gibt es eben so Tabellen, dann kann man da so rumgucken. Man darf, glaube ich, frei darf man es, glaube ich, nicht. Kann man aber auch vereinbaren, natürlich alles in der Gruppe. Ja, hier gibt es so eine Mutation. Du kannst, glaube ich, auch so ein bisschen leuchten und so oder geschlechtslos sein. Das ist schon geil. Ja, und dann wird hier eben aufgezeigt, was man alles haben kann, ne? Augenlos, Bleichfell, Denkratte, weil du so einen riesen Schädel hast, Doppelbrüter, Doppelschwanz, Dreibein, Eiterbeulen, Fettratte, Fluchhäute, Geisterratte, geschlechtslos, giftiger Speichel, Glotzerzunge, Greifschwanz, haarlos, Jammerratte. Fettratte und Jammerratte, das ist schon cool. Ja, Langzahn, Meerauge, Nickhäute, Schuppenfell, Schwanzstummel, Stumpfratte, Wasseratmer, Wulstmuskeln. Jo. Und dann gibt es hier noch was zu Mutationen in der Rattenmythologie, weil da eben, also die sagen dann eben, ja, wo kommt das her und wer sagt. Also die beziehen sich alle so ein bisschen auf diese verschiedenen Sachen und sagen dazu, wo irgendwas herkommt und warum man vielleicht sogar gesegnet ist mit irgendwas und so weiter. Ja,
Also das sind coole Sachen. Manche Sachen sind, wie ihr vielleicht bemerkt habt, nicht so schön vielleicht. Manche sind eher nützlich. Und es ist, glaube ich, schon recht zufällig durch das Würfeln, ob man nur schlechte oder gute Sachen oder beides bekommt. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Ach so, ja, würfelt man aus. Bis zu drei Mutationen. So. Ja, es gibt auch neue Gegner. Es gibt nämlich noch die Kreischer, also Rhesusaffen, Zähigkeit 12. Und den allerheftigsten Gegner, zumindest von der Zähigkeit her, den Baumtrommler Kong, also Schimpanse, der hat 25 Zähigkeit. Richtig heftig. Ja, und dann gibt es eben noch ein paar Abenteuerideen, ne? Die Gezeichneten, der Auspruch. Ausbruch. Jo, und das war's auch schon. Und es gibt auch noch einen Charakterbogen, der etwas anders aussieht für die Ratten hier im Weltall. Ja, und es gibt halt hier auch noch einen Index, der sogar mit Buchstaben, Abkürzungen vorher gegliedert ist. Jo. Und dann noch irgendwie so ein komisches Zeugs, was mich interessiert. Ja. Das war das Rattenkompendium. Beim Durchlesen habe ich gemerkt, man kann es noch flüssiger lesen als das Grundregelwerk natürlich. Weniger Seiten, größere Schrift. Und es ist alles auch ganz cool. Es macht auch Bock auf mehr und aufs Spielen überhaupt. Aber ich habe mir halt auch ein bisschen gedacht, dieses DSA 5 Phänomen oder heutzutage Rollenspielphänomen fast schon, dass ich es eben natürlich am geilsten fände, wenn du einfach ein bisschen dickeres Büchlein hättest oder ein großformatiges Buch und du dann einfach alle Sachen beisammen hast. Dass du wirklich sagen kannst, hey, alle Rotten beisammen und dann Gifte und so weiter, dass du alles beisammen hast, das wäre echt eine schöne Sache. Aber wie gesagt, beim Rattenrollenspiel ist das alles nicht so schlimm. Aus dem einfachen Grund, weil das Rollenspiel sehr klein ist. Ja. Ja, gut, das war's dann mit dem Kompendium. Also, wie gesagt, man braucht es nicht zum Spielen. Aber es kann sehr bereichernd sein. Und wenn man ein komisches neues Setting ausprobieren will mit dem Weltraum, dann sowieso. Ja, also die neuen Rotten können eben ganz cool sein, die neuen Gegner eben auch. Und ein paar Monstertricks können auch nett sein. Man kann da auch vielleicht ein bisschen rumprobieren mit verschiedenen Gegnern und Monstertricks. Gift und Krankheiten können eben auch nochmal extra geil sein. Alternative Regeln sind halt so relativ, also kann man sich auch sonst selbst ausdenken. Mythen und Sagen sind ganz nett. Spielleiter-Tipps, ja, auch ganz okay. Ja. Wer das alles nicht unbedingt braucht, der kann auch die Sachen weglassen. Jo, okay, dann bin ich im Prinzip mit dem Grobteil durch. Denn es gibt jetzt nur noch bissige Zeiten und ja, gut. Das mache ich dann noch mal ganz kurz. Jo, dann bis demnächst vielleicht.